Ja, Willi, schön, dass du Zeit hast, heute mit mir noch so ein wenig über das Thema Integration, Geflüchtete, Asyl in Fürstenfeldbruck zu sprechen. Und du bist heute quasi auch stellvertretend für das Diskussionspublikum da. Und ich würde ganz gerne ein paar Sachen zu deiner Person zunächst wissen. Wie kommt es, dass du schon gefühlt Jahrzehnte in der Integrationsarbeit, in der Asylarbeit bist? Wie bist du dazu gekommen? Ja, wie komme ich persönlich dazu? Naja, mein berufliches Vorleben war ja eigentlich gewesen, dass ich mal Verwaltungsbeamter im Landratsamt war, mich immer gerne mit dem alten Landrat Grimm damals angelegt habe und habe gemerkt, das ist nicht meins. Ich habe dann die große Freiheit gesucht, habe Sozialpädagogik studiert und bin dann in einem Praktikum nach Südamerika, nach Ecuador. Habe da halb Jahr gearbeitet dort, habe ich auch meine Frau kennengelernt damals. Und naja, wie ich wieder zurückkam und irgendwann einmal mehr eine Arbeit suchen musste, dachte ich eigentlich, naja, ehemaliger Verwaltungsbeamter, gehst ins Jugendamt, da war gerade nichts frei. Da sagte der Lohbrunner, hieß der damals, der Leiter vom Jugendamt, der bei der Caritas, da suchen sie jemand, der da irgendwie die Flüchtlinge betreut. Die sind ganz neu damals angekommen, das war im Jahre 86. Und es war aber eigentlich Beschäftigung auf geringfügiger Basis, weil das war irgendwie überhaupt noch nicht aufgesetzt gewesen, der Job. Und haben gedacht, naja, wenn du jetzt jobben lässt, du hattest schon ein Kind, du hast jetzt zwischendurch noch ein bisschen LKW fahren, weil ich hatte ja 2 Jahre Führerschein. Da war das aber so spannend, dann habe ich das halt gemacht und dann letztendlich bin ich dabei hängen geblieben. Das war dann eigentlich ursprünglich sogar ein sogenannter, Arbeitsbeschaffungs-, ABM-Maßnahme, genau so hieß das. War aber gar nicht berechtigt, weil ich hatte eine Stelle eigentlich im Jugendamt dann, die ich glaube im Januar hätte antreten sollen. Und das ging hier im Oktober war es, oder September, September war es, ging das los mit den Geflüchteten, September 86. Und naja, so im Dezember habe ich mich dann entschieden, ich gehe nicht dorthin ins Landratsamt, ins Jugendamt, sondern bleibe bei der unsicheren Stelle bei den Flüchtlingen, die eigentlich, wo man nicht wusste, wie lange das läuft und so weiter. Und das Interessante war natürlich, es war ja fast, ich war nicht einmal ganz legal gewesen. Ich war ja nicht ABM-berechtigt, weil ich war nicht arbeitslos. Aber die frühere Bürgermeisterin Schumacher, die war auch in ihrem Vorleben die stellvertretende Leiterin von der Arbeitsagentur hier. Damals hieß es noch Arbeitsamt. Und die hat es irgendwie gedeichselt, dass die Caritas die Förderung bekam für die ABM-Stelle für mich. Und dann irgendwie, das war dann so spannend, herausfordernd, dass ich jetzt 36 Jahre in dem Thema Migration geblieben bin. Und auch bei der Caritas. Und auch bei der Caritas, ja. Und wenn man jetzt mal einen Rückblick macht, was waren so die ersten Geflüchteten, wo kamen die her? Also auch 86, da waren schon sehr viele, das waren schon ein paar hunderttausend damals, die da nach Deutschland kamen in einem Jahr. Und da gab es dann auch schon die ersten Diskussionen mit Änderung Grundgesetz und so weiter. Das geht nicht, die gleichen Diskussionen haben wir ja jetzt wieder, Grenze dicht machen etc. Und das hat man aber trotzdem irgendwie geschafft. Damals waren auch die Rahmenbedingungen zum Teil deutlich schwieriger wie heute, weil die durften alle nicht arbeiten. Und damals waren es vor allen Dingen Iraner, das waren Flüchtlinge, das waren die Königstreuen, also die Schartreuen gewesen, die waren da. Es waren Leute aus der Oberschicht, das war dann manchmal nicht ganz so einfach, weil die Erwartungshaltung von denen sehr groß war. Die waren meistens zu Hause sehr gut betucht, mussten aber damals vom Ayatollah Khomeini fliehen. Dann waren es Sikhs aus Indien, die waren immer sehr trinkfreudig. Mir ging es immer darum, Arbeit ist sehr wichtig. Erstens einmal sind die Leute natürlich beschäftigt, kommen nicht so viel auf dumme Gedanken, sie sind ausgepowert teilweise auch, ja, und haben auch ein gewisses Geld dann. Und damals bekamen die 3 oder 4 D-Mark damals noch pro Stunde. Das war wie bei einer Arbeiterverleihfirma, haben wir das aufgezogen, da waren dann 100, 120 beschäftigt irgendwo im Landkreis. Ich war bloß mehr damit beschäftigt, eigentlich irgendwelche Stundenzettel abzurechnen und so weiter und dann wieder Rechnungen zu schreiben, aber das hat geflutscht, ja. Und wie gesagt, wir haben es ausbezahlt, wir haben die Leute eingesetzt, die haben bei uns angerufen, ja, ich brauche da jemanden und dort jemanden, das ist in den ganzen Gemeinden Altenheimen ist das gelaufen damals. Die Sikhs haben den Whisky geliebt und da gab es wirklich furchtbare Gelage und am Anfang hatten die ja kein Geld. Die bekamen wie heute, damals waren es glaube ich 80 oder 50 oder 80 D-Mark im Monat plus Verpflegung. Da gab es also keine Barleistungen ansonsten und da gingen die natürlich, die waren also in Puchheim in dem Pavillon neben dem Gymnasium untergebracht. Und das Interessante war dann das, die gingen zum Whisky holen, aber sie haben immer nicht bezahlt. Es gab natürlich einen furchtbaren Stress dort. Und dann haben wir die eingesetzt für die gemeinnützigen Arbeiten. Und da hat es eigentlich angefangen. Jetzt konnten die natürlich, wenn ich es jetzt so banal ausdrücken darf,
nicht am Abend saufen, weil sonst konnten sie am nächsten Tag nicht in die Arbeit gehen und konnten kein Geld verdienen. Also das Problem war damit gelöst, vielleicht gelegentlich am Wochenende noch. Zudem waren sie auch müde gewesen, also da war einfach ein Tagesrhythmus, ein Ablauf da. Und das war die Integration dann eigentlich. Ja. Und einige haben dann sogar auch in Puchheim einen normalen Job bekommen, so wie auch in Fürstenbruck war es ja ähnlich beim Bauhof. Und ich weiß, einer, das war auch ganz interessant, wir hatten eine Ehrenamtliche, die hat die immer zum Deutschkurs eingeladen. Und dann kam einer von der Ehemann von der Deutschlehrerin, ob ich ihm helfen könnte, den Inder abzuschieben. Die Deutschlehrerin hatte mit dem ein Verhältnis angefangen und sie hat ihn aber dann auch geheiratet. Also sie hat sich scheiden lassen. Mit Happy End quasi. Mit Happy End hat sie scheiden lassen und hat ihn geheiratet. Also es gab ganz wilde Geschichten eigentlich dazu. Ich war auch des Öfteren mal Trauzeuge von irgendwelchen Flüchtlingen, die geheiratet haben. Und es gab, wie gesagt, ich habe es ja nie so hundertprozentig getrennt, da ist meine Arbeitszeit ist Schluss. Mein Gott, das ist manchmal ein bisschen fließend übergegangen. Und es war ja ganz wichtig für die Bevölkerung. Ich konnte nicht sagen, ihr müsst irgendetwas tun und machen, wenn man die Vorbildleistung erbringt. Nochmal zurück, weil du erst Buchheim gesagt hast. Kannst du dich noch erinnern, wo die Leute hier untergebracht waren, in Fürstenfeldbruck? Also die ersten waren im ehemaligen Schlachthof untergebracht. Da gibt es ja noch den Schlachthof, aber da war nur die Freibank. Und das war nicht sehr schön, das war ein übles Gebäude, sage ich jetzt mal. Da sind wahnsinnig viel Ungeziefer, also ist da rumgelaufen, Ratten und so weiter. Dann hat man dann eine Containerunterkunft oben in der Ludwigshöhe gebaut. Da war früher mal ein ehemaliges Sanatorium, das ist neben dem Trimpfad heute. Und das war dann die erste größere Unterkunft gewesen in Fürstenfeldbruck. Und ja, und da war es natürlich auch wieder wichtig, dass man die Leute einsetzt irgendwo zum Arbeiten. Und wenn man also, jetzt waren natürlich vorwiegend, da waren es eigentlich nur Männer da oben. Die Frauen waren da, es gab ein paar kleinere Unterkünfte mit Familien und so weiter, wie zum Beispiel in Altegnenberg. Das war dann der spätere Bürgermeister, der war bei der Polizei, der Rainer Dunkel. Da waren sie immer ganz ehrfürchtig, wenn der mit seiner Uniform kam. Und der hat die natürlich dann auch entsprechend gut integriert. Ja. Das ist vor allem wahnsinnig wichtig, dass man Leute, die hier gut situiert waren, bodenständig waren, dass man die für die Sache gewinnen konnte. Und damit war auch die Brücke geschaffen, so überhaupt in die Bevölkerung rein. Und es gab eigentlich relativ wenig Probleme damit, ja, obwohl es viele gewesen sind. Ich kann mich erinnern, ich denke jetzt natürlich immer landkreisweit, weil ich war ja für den ganzen Landkreis zuständig, nicht nur für Fürstenfeldbruck. Wir haben Bauern gehabt, die sich engagiert haben. Die waren dann so, dass sie sogar ihr eigenes Schlafzimmer in den Keller verlegt haben, um dann die Flüchtlinge im Schlafzimmer schlafen zu lassen und lauter so Geschichten. Also die Hilfsbereitschaft war in vielen Ecken natürlich durchaus groß, aber es war auch ambivalent natürlich. Ja. Es gab auch andere, die sind natürlich völlig dagegen gewesen, haben Angst gehabt natürlich auch, aber es ist eigentlich nie irgendwas Größeres passiert. Und eine nette Begebenheit damals war einer, wir haben den sogenannten anderen Adventsmarkt initiiert. Das war vor ungefähr 35 Jahren sowas. Und das war im alten Rathaus hier. Und der andere Adventsmarkt diente dazu, um irgendwie nicht nur um ein bisschen Geld zu sammeln, das ist ja rein ehrenamtlich, ohne Gewinnabsicht, sondern auch vor allen Dingen, um die Bevölkerung mit dem Thema in anderen Ländern vertraut zu machen. Und da haben wir natürlich überlegt, das war jetzt im Saal, wo heute die Trauungen stattfinden, der Weihnachtsmarkt, also der Adventsmarkt. Und dann haben wir mit den Indern unten einen indischen Tee mit Kardamom ausgeschenkt und die Leute animiert, darauf zu gehen. Also wir haben die einfach gesellschaftlich immer eingebunden, die Geflüchteten. Wir haben auch Fußballspiele organisiert oder unsere Ausflüge, die waren natürlich immer total nett. Aber den Adventsmarkt gibt es ja heute den noch. Den gibt es heute noch, ja. Der war ja erst und hat ja nach wie vor den gleichen Hintergrund, die gleiche Idee. Ja. Und viele Leute sind noch dabei. Und viele Leute sind noch dabei seit 30 Jahren. Ja. 35 Jahren. Ja, ja, ich durfte es ja diesmal dieses Jahr das erste Mal erleben und war fasziniert. Mhm. Ja, das ist eine ganz andere Art von Adventsmarkt. Sehr schön. Hat mir gefallen. Ja, und wenn man jetzt so die Historie ein bisschen im Zeitraffer durchgeht, wir hatten natürlich immer so Wellen, wo mehr oder weniger Geflüchtete kamen. Das Problem war halt immer, dass die Unterkünfte sehr schnell wieder aufgelöst wurden, wenn es weniger waren. Und dann war wieder die Katastrophe gegeben, ja, wo bringen wir die Leute unter, weil man einfach die Unterkünfte aufgegeben hat. Also nicht einfach dachte, das kommt wieder irgendwo. Denn, wie gesagt, in den 86, das waren jetzt vor allen Dingen halt die Krise im Iran, das waren die Krise in Nordindien mit den Sikhs. Deswegen kamen die vor allen Dingen hierher. Und dann war das, dass der Ostblock sehr schön langsam zerbröckelt ist.
dann waren es Ungarn, waren es Polen und so weiter, die bekamen dann natürlich kein Asyl mehr, weil das war einfach, das waren die gesellschaftlichen Umbrüche, also es waren immer irgendwelche politischen Zeitgeschehnisse, was viele Geflüchtete hervorgebracht hat. Und dann kamen mal Äthiopier, weil da war die Zeit von Mengistu, wo der Mengistu dann zuerst ein hartes Regime geführt hat, dann wurde er gestürzt. Und da kamen eigentlich beide Parteien irgendwo, zuerst die einen, dann die anderen. Es waren auch Studenten aus Äthiopien, die teilweise in Russland studiert haben, so wie heute die in der Ukraine. Das erste große mediale Ereignis kann man gar nicht sagen, die erste große Zeit, die medial sehr intensiv aufgearbeitet worden ist, war ja ab 2014 dann die Afghaner und Syrer, die gekommen sind. Das ist schon die neuere Geschichte dann. Das ist dann schon die neuere Geschichte, die ich ja hier in Fürstenfeldbruck dazwischen auch mit. Dazwischen gab es aber noch den Krieg in Kroatien und Bosnien, dann den Kosovo-Krieg, was allem ja sehr viele Flüchtlinge hervorgebracht hat. Ja. Die sind teilweise zurückgekehrt, zum Teil teilweise auch hier geblieben. Also das waren die Krisen, die dazwischen eigentlich noch gewesen sind. Und dann kam eben dann 2014, 15. Ja. Bosnienkrieg habe ich die Geflüchtetenarbeit noch im Landkreis Dachau miterlebt. Ja. Wobei ich da im Vergleich zu 2014, 15, die darauffolgenden Jahre, nicht so das Interesse in der Bevölkerung erlebt habe. Oder nee, nicht die Bevölkerung, das mediale Interesse erlebt, wie ich es erst schon gesagt habe. Ja. Wann hast du das nicht erlebt? So. Der Bosnienkrieg. Also das war eher, das, ich hatte eher das Gefühl, das war noch anders organisiert. Ich weiß es nicht, wie dein Eindruck ist. Du bist ja, das war damals schon auch so gewesen. Ja, an einem Ort und kannst es vergleichen. Das war schon auch damals ein mediales Interesse und es war natürlich auch in den Medien schon der Krieg. Und den Kosovo-Konflikt müssen wir vielleicht ein bisschen fokussieren, einfach deswegen, weil ja die alle fast hier geblieben sind. Die Bosnien sind großteils zurückgekehrt, die aus dem Kosovo eben nicht, weil da, es war lange Zeit problematisch mit Staatsgründung und so weiter. Und wir haben da durchaus Erfolgsstories. Wenn ich mal schaue, bei uns im Rathaus ist ja auch jemand, ich kann jetzt den Namen jetzt vielleicht nicht nennen, ja. Aber das ist ein Kind von unseren Kosovo-Geflüchteten. Es stimmt, aus meiner Arbeit heraus sind tatsächlich sehr viele erwachsene Geflüchtete tatsächlich in der Produktion untergekommen. Also mein Bereich war, wie gesagt, Landkreis Dachau, Karlsfeld. Die haben hier ziemlich schnell Arbeit gefunden bei den großen Firmen. Ich denke, es wird hier nicht anders gewesen sein. Was da ein Thema war, und da möchte ich zu meiner nächsten Frage kommen, war eher so die Schulbildung, die Leute das Sprache lernen und dann die Integration über die Schule. Ja, wir wissen natürlich, Schule, Bildung ist natürlich das A und O, um nicht in prekären Arbeitsverhältnissen hängen zu bleiben. Aber damit gerade junge Menschen da erfolgreich sind, ich meine, je früher das man kommt, natürlich, desto einfacher ist es natürlich klar. Wenn ich hier nur mehr einen Teil der Schule besuche, tue ich mir leichter, als wenn ich über das schulpflichtige Alter bereits hinaus bin. Da wird es natürlich häufig schwieriger, aber auch nicht unmöglich. Auch dort gibt es die Erfolgsgeschichten. Aber eine habe ich sicherlich noch von meinem Patenkind, das darf man durchaus erwähnen, kam aus Somalia, hat in der Buchenau dann gelebt. Die war damals 13, hatte nur jemand Halbschwester in Puchheim, das darf man durchaus sagen, weil die steht dazu. War dann schwierig, irgendwie bin ich dann zum Papa mutiert und die hat inzwischen eine leitende Position bei der Stadt München, hat über die Hauptschule die mittlere Reife gemacht, dann die FOS Sozialpädagogik studiert. Ich kann mich erinnern, wo wir uns zufällig am Hauptbahnhof getroffen haben. Papa, was bist du eigentlich vom Beruf? Das hat mein Papa zu mir gesagt. Ja, Sozialpädagogik, da warst du aber erst in der 9. oder 10. Klasse Hauptschule irgendwo. Ja, das will ich auch machen. Ich habe mir damals gedacht, naja, das ist eigentlich fast unmöglich. Mit der Hauptschule kannst du das nicht irgendwie studieren. Sie hat aber tatsächlich das geschafft, dann die mittlere Reife zu machen und dann auch noch die FOS dran zu hängen. Klar gab es Unterstützung und so weiter, weil das braucht man sowohl emotional, wie auch wenn man die Sprache nicht hundertprozentig am Anfang kann. Und dann hat sie gesagt, Sozialpädagogik verdient man ja so wenig. Hat dann berufsbegleitend noch BWL draufgesetzt und dann einen Master gemacht, sogar in den neuen Bundesländern hat sie den Master dann nochmal gemacht. Ja, und jetzt hat sie halt eine leitende Funktion, so wie es so eine Referatsleitung bei der Stadt München. Ja. Eine schwarze junge Frau. Also die gibt es, die Geschichten, und deswegen, das wollte ich jetzt eigentlich damit zum Ausdruck bringen, ohne die Historie jetzt abblocken zu wollen. Es ist wahnsinnig wichtig, dass die Menschen einen emotionalen Bezug haben. Also die Anonymität ist oft sehr, sehr schwierig.
Wenn man aber sieht, der Mensch ist emotional angenommen. Du wirst jetzt nicht abgelehnt, weil du Flüchtling bist, weil du schwarz bist oder sonst etwas. Dann ist eine ganz andere Motivation da, einfach sich einzubringen, auch diesen steinigen Weg zu gehen, der in der Integration einfach meistens da ist. Die Sprache lernen, zu arbeiten. Wie sagt mein Patenkind immer, wenn ich den gleichen Erfolg haben will wie ein hier Geborener oder Geborene, die sogenannten Natives, dann muss ich mindestens 150, wenn nicht 200% bringen, dass ich dorthin komme. Und es ist tatsächlich so, dass man, wenn man Erfolg haben will und ist neu zugewandert, es wird einem viel abverlangt. Sonst habe ich den Erfolg nicht. Und der geht aber, wie gesagt, nur dann, glaube ich, wenn man nicht ausgegrenzt ist, sondern dabei ist. Das hat uns auch hier die ganzen Betriebe immer gezeigt, die Menschen angenommen haben. Viele sind sehr lange Mitarbeiter gewesen dann. Ich habe die richtig eingeteilt, habe eine sachkundige Unterweisung gegeben, habe die mitgenommen, habe viele Spritzdecken gemacht, Teert und so. Und die habe ich schon gescheit hergenommen, muss ich sagen. Und die waren aber auch willig. Und der war so lernbewusst und hat immer ein Übersetzungsbücher gehabt von Deutsch auf Türkisch. Der war ein ganz ein netter Kerl. Jeder wollte mithaben bei den LKWs und da ist der raus und hat einen Besen genommen und gleich abgekehrt. Und sag Jakob, ich sag dir eins, du, wenn es nicht funktionierst, geh, dann gehst du wieder. Aber der hat sich zusammengerissen. Wie siehst du das Thema bei unserer Brugger Bevölkerung aufgehoben? Also jetzt müssen wir natürlich einmal die Neuzeit betrachten, weil es gab immer Menschen, die offen dafür waren. Die hat es damals gegeben, die gibt es jetzt natürlich auch. Wir sehen ja, dass immer wieder Ehrenamtliche bereit sind, sich dabei einzubringen. Aber die Situation ist ein bisschen schwieriger geworden. Wir haben eine ganz große Unterkunft, wo auch sehr schneller Durchlauf ist im Fliegerhorst, eine Erstaufnahmeeinrichtung. Und da entsteht natürlich ganz selten dieser persönliche, private Kontakt. Ich weiß, wie der Fliegerhorst aufgemacht wurde, da gab es das noch. Da hat man mehr Kontakte schließen können. Da war irgendwie die Atmosphäre anders, es war noch nicht ganz so durchorganisiert. Wir denken an Familie Schein, die wir auch nennen dürfen, weil die geben da auch ein Statement ab und so. Ja. Da konnte man Beziehung aufbauen. Und das hat ja auch funktioniert. Und letztendlich ist das Entscheidende, dass man die Integration schafft. Ich vergleiche das mit so einem Tisch mit vier Beinen immer. Habe ich schon oft gebracht, das Beispiel, wenn man so einen Tischfuß absägt, bekanntlich, dann wackelt der Tisch. Und da gibt es halt erstens einmal, ich muss die Sprache lernen. Dann, ich brauche eine Arbeit für ein Einkommen. Und dann brauche ich irgendwann eine Wohnung. Denn wenn ich keine Wohnung habe, dann besucht mich nie jemand in der Unterkunft. Das geht nicht auf die Dauer. Und vor allen Dingen ist es für die Kinder nicht gut. Und das vierte Bein ist natürlich, ich brauche Freunde. Und zwar Freunde, die nicht aus der gleichen Ethnie, aus dem gleichen Land kommen, sondern aus der angestammten Gesellschaft sind. Weil da schaffe ich dann irgendwo, dass ich in diese Gesellschaft reinkomme. Also diese vier Dinge sind essentiell, um die Integration zu schaffen. Und in Bruck haben wir jetzt das Problem, dass natürlich die Erstaufnahme eine sehr anonyme Einrichtung ist. Wenn ich jetzt so schaue, wir haben andere Einrichtungen wie die Hasenheide, wo jetzt Geflüchtete sind aus der Ukraine. Da entsteht wesentlich schneller Kontakt. Da kann man vielleicht einmal eine Wohnung finden, wenn man jemanden kennenlernt. Man kann natürlich Arbeit auch dann finden, wenn man halt jemanden kennt und man braucht die Brücke. Vor allen Dingen bei Ausbildungsplätzen war es immer wahnsinnig wichtig, dass irgendwelche Ehrenamtlichen mit ihrem Schützling zu den Betrieben gegangen sind. Man hat zwar bei uns die Arbeitsagentur, das Jobcenter und so weiter, aber das kann nicht den persönlichen Kontakt ersetzen. Und klar, ich muss sagen, in Fürstenberg gibt es natürlich Menschen, die interessieren sich, andere interessieren sich nicht. Aber ich muss wirklich wahnsinnig die loben, die sich dabei einbringen, ob es jetzt um Deutschkurse geht und am meisten natürlich, wenn so eine persönliche Beziehung entsteht. Das ist der Weg zur Integration für beide Seiten. Denn auch die Einheimischen oder wir als die sogenannten Ureinwohner, wenn wir uns vielleicht manchmal so bezeichnen, ist es ja eine Bereicherung. Denn wir können ja nicht ewig im eigenen Saft irgendwo schmoren. Und darum ist einfach diese Verbindung wichtig, dass man sich gegenseitig kennenlernt. Und ich habe oft das Beispiel gesagt, wie lerne ich das? Weil es gibt immer so eine Hemmschwelle oft, wenn man Fremder, die Menschen fremdeln, wie man so schön sagt. Ja. Es gibt den Begriff der Xenophobie zum Beispiel im Lateinischen. Aber es ist einfach gewisser, manche finden das sehr neugierig und andere sagen, oh Gott, ich habe Angst. Ja. Aber man kann die Menschen kennenlernen, habe ich immer gesagt, von Angesicht zu Angesicht, das ist ein biblisches Wort natürlich. Und wenn ich natürlich eine Hierarchie aufbaue, von oben runter schaue, wie es vielleicht von Behörden ist, dann lerne ich den Menschen nicht kennen.
Und darum brauche ich die gleiche Ebene. Mir war das einmal ganz wichtig, dass man da einen Chef gehabt hat, der gewusst hat, wo es lang geht, ja, und der natürlich auch die Vorbildfunktion gehabt hat. Ja, sowohl für unsere Flüchtlinge damals, aber auch für die Mitarbeiter natürlich, wenn man mit den Leuten umgeht. Ja. Ja, ich habe es 30,5 Jahre lang gemacht. Okay. Ich habe gute Erfahrung gemacht, muss ich sagen. Die waren fleißig. Wir haben ja hier in Fürstenfeldbruck doch im Bezug auf die Bevölkerungszahl eine riesige Hilfsbereitschaft. Also das war 2014 oder ab 2014 konnte ich das live miterleben, wie viele ehrenamtliche Helfer dann hier Hand angelegt haben und immer noch da sind. Ja, es gibt welche, die von Anfang an, seit ich hier in dem Bereich mit tätig bin, auch immer noch ehrenamtlich unterwegs sind in dem Bereich Flüchtlingsarbeit. Wenn ich an die Corona-Zeit denke, hat jetzt nur bedingt was mit der Flüchtlingshilfe zu tun, aber auch da war ja eine enorme Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung, die sich jetzt fortsetzt über die Corona-Nachbarschaftshilfe, ja, die für uns die Ukraine-Hilfe unterstützt im Haus Hasenheide. Das sind ja enorm viele Leute, die dazu beitragen, dass die Menschen hier gut ankommen können. Wie war das vor 2014? War das schon so? Ist ja, das immer schon so in Fürstenfeldbruck? Naja, eine gewisse Änderung kann man schon feststellen, weil einfach der Horizont ein bisschen weiter geworden ist. Ja. Generell, das sieht man bei den Behörden. Bei den Behörden arbeiten inzwischen Menschen, so wie du, die sagen, okay, ich bin der Sache offen. Ja. Und früher war mehr die Abwehr natürlich gerade bei den Behörden. Aber das erlebt man jetzt auch, sei es jetzt im Stadtrat, sei es jetzt auch vom Bürgermeister und so weiter. Die setzen sich damit anders auseinander. Weil die Zeiten haben sich natürlich schon irgendwo geändert. Aber hilfsbereit waren es eigentlich immer, ja. Also da muss man sagen, das war im Fürstenfeldbruck zu Hause auch vor 30, 35 Jahren, dass Menschen da offen gewesen sind. Klar, man kann es nicht verallgemeinern, das kann man heute auch nicht. Ich muss sagen, die Burschen, die ich gehabt habe, ich habe das richtig zurechtgewiesen, habe ihnen gesagt, wie es arbeiten geht und habe die schon richtig hergenommen und zwischen ganz vornige Typen. Die waren ehrlich, alle gut drauf, muss ich sagen, Willi. Da erlebt man es, dass die Vermieter durchaus manchmal offener sind, auch jemanden zu nehmen, der sogenannte Migrationsgeschichte hat. Ja. Da war früher einfach, da waren die Vorbehalte noch größer gewesen. Mhm. Aber das hat sich dann doch geöffnet einfach, weil wir einfach eine sehr bunte Gesellschaft geworden sind. Und ganz wichtig, das haben wir vielleicht bisher vergessen, sind die Vereine auch. Über die Sportvereine und so weiter, da läuft dann natürlich auch sehr viel. Ja, Fürstenfeldbruck hat ja ein reges Vereinsleben. Hm. Ja. Da kann ich mich auch erinnern, ab 2014 waren tatsächlich auch die Vereine mit vorn an und für die war es gar kein Thema, damit zu unterstützen. Ja. Ich habe jetzt nur als Beispiel den Sportverein, die Schwimmer, die Kurse angeboten haben, ja, die Vereinsmitgliedschaften ermöglicht haben. Da gab es ja viele, viele Beispiele dafür. Denn wenn du gesagt hast, du hast den Matern, kommt Mischgut, kalt Mischgut und Ding, sage ich, Jakob, riecht am Vorstandstrich her, das und das und ein Rüttler, der war alles da. Also muss ich sagen, der war ganz ein guter Typ. Und das hat auch gar keine Probleme mit den Mitarbeitern gegeben, dass da Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die haben die alle akzeptiert, muss ich sagen. Nein, da gibt es nichts. Es werden weltweit immer mehr Geflüchtete. Es werden noch mehr dazu kommen, wenn es die Klimaflüchtlinge, wenn sich das noch intensiviert. Es wird sicherlich nicht die Lösung sein, dass Deutschland alle Geflüchteten aufnimmt. Wir müssen einfach durchaus auf mehr internationale Solidarität pochen. Wir müssen natürlich auch alles tun, dass die Flüchtlingszahlen runtergehen. Ob wir das schaffen, ist die Frage. Deutschland alleine wird es nicht schaffen. Der Krieg jetzt mit der Ukraine ist eine Katastrophe, nicht nur für die Ukrainer, sondern auch das, dass eigentlich Putin tatsächlich weltweit versucht, Flüchtlingsströme zusätzlich noch zu pushen, um damit Europa unter Druck zu setzen. Das müssen wir einfach so bei der geopolitischen Lage mal betrachten, dass Flüchtlinge hier als Waffe auch eingesetzt werden. Auch in der Türkei passiert das momentan, das glaube ich, muss man beim Namen nennen. Aber ich denke, wir müssen auch unsere einheimische Bevölkerung nicht bloß sehen, dass jetzt hier viele Menschen da sind, die versorgt werden müssen, die eine Unterkunft brauchen,
die wir wirklich annehmen müssen, sondern warum ist es so? Das Warum spielt eine ganz große Rolle, um die Bereitschaft irgendwie zu fördern oder einfach zu öffnen. Denn viele denken ja, die kommen ja her, weil das Leben besser ist. Das war sehr häufig so. Aber inzwischen dann doch viele Menschen, die sehen die globalen, internationalen Zusammenhänge und dass das natürlich auch zum Teil mit unserem Lebensstandard und unserem Wirtschaftssystem zusammenhängt. Klar ist Deutschland nicht alleine verantwortlich für das, dass es meinetwegen jetzt einen Klimawandel gibt, aber wir haben unseren Anteil dran und deswegen müssen wir natürlich auch unsere Verantwortung tragen und ich glaube, das haben auch viele Menschen erkannt. Es war natürlich toll, dass jetzt gerade bei der Ukraine-Krise sehr viele Geflüchtete privat unterkommen. Wobei man aber sehen muss, es sind auch sehr viele Ukrainer gewesen, die bereits hier leben. Denn bekanntlich ist München und die Umgebung, das ist die größte ukrainische Gemeinde außerhalb der Ukraine. Deswegen gab es natürlich da Vernetzung. Wir haben über 1700 Ukrainer privat untergebracht im Landkreis. Genau, es ist toll. Eine super Zahl ist ja. Ja. Aber es wird natürlich nicht immer so funktionieren. Und es ist natürlich die große Herausforderung oder den Spagat, den wir haben, schaffen wir es, so viele Wohnungen zu bauen? Und andererseits, das ist auch eine ökologische Herausforderung. Und wenn man so schaut, die Dörfer oder die kleinen Gemeinden, die wollen natürlich auch nicht so schnell wachsen. Also das ist das, wo man halt einfach in der Politik natürlich einfach schauen muss, dass man die Balance irgendwo herbekommt. Das heißt, Geflüchtete können sicherlich weiterhin aufgenommen werden. Aber was passiert, wenn es jetzt wie ja, in diesem Jahr über 1 Million sind? Das hatten wir 2015 auch. Das haben wir ja gut hinbekommen eigentlich. Aber trotzdem sitzen natürlich viele auch Anerkannte, ja, das war das, was der UNWAD als Fehlbeleger in den Unterkünften und kommen nicht raus, weil es den Wohnraum nicht gibt oder sie eben halt nicht das Einkommen haben, um sich tatsächlich adäquaten Wohnraum leisten zu können. Da haben wir tatsächlich das sicher die größte Schwierigkeit. Die Arbeitsmarktintegration, die schaffen wir, zumindest wenn die Wirtschaft so einigermaßen floriert und es schaut jetzt noch nicht so schlecht aus, trotz Corona und Ukraine-Krise. Manchmal schafft man es nicht in der ersten Generation, die tun sich schwerer, aber wir erleben immer wieder, dass die Kinder dann das gut schaffen und dann ganz normal ihre Qualifizierung hinbringen und dann sich eigentlich von den Einheimischen oder einheimisch ist immer die Frage, wann ist jemand einheimisch und wann ist er nicht einheimisch, da müssen wir eh aufpassen mit dieser Definition, aber mit denjenigen, die halt so lange hier sind, die passen sich zumindest in der nächsten Generation sehr schnell an. Und dann klappt es auch. Und ich denke, wenn man demografische Entwicklungen betrachtet, wir können nicht sofort das irgendwo lösen, dass man sagt, wir suchen Facharbeitskräfte. Man muss investieren. Und es sind Investitionen, die gehen nicht in 1-2 Jahren. Das soll man zwar sofort anpacken, aber letztendlich zahlt sich sowas in Jahrzehnten eher aus. Ja. Und vor allen Dingen bei Kindern, die hier aufgewachsen sind. Also ich höre, wir brauchen hier in Fürstenfeldbruck die Gewerbebetriebe und Firmen, wir brauchen die Schulen, wir brauchen die Ehrenamtlichen, die Vereine, die Organisationen und den langen Atem. Das ist richtig, ja. Den brauchen wir auf alle Fälle. Und wir brauchen die innere Bereitschaft natürlich. Denn Menschen sind sehr sensibel und Kinder und Jugendliche natürlich noch mehr, wenn sie Ablehnung spüren. Dann ziehen sich die Menschen zurück. Das kann natürlich auch bei Deutschen nicht sehr groß sein, dass sie sich zurückziehen. Aber gerade wenn man so gewisse Diskriminierung aufgrund der Herkunft oder des Aussehens, sprich, man kann es auch manchmal als Rassismus bezeichnen, spürt, das ist ein Art Tiefschlag. Da ziehen sich die Kids einfach zurück und sind nicht mehr motiviert für Schule oder Ausbildung. Wozu? Man will mich ja sowieso nicht haben. Ich komme an ein historisches Ereignis in Deutschland erinnern, wo man Unterschriften gesammelt hat gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Auch in Fürstenfeldbruck. Und das war sicherlich für die Jugendlichen ein Affront. Und da hat man deutlich gemerkt, dass gerade so junge Menschen der zweiten Generation, wir hatten hier sehr viele aus der Türkei, die haben sich ein Stück weit in ihre eigene Ethnie wieder zurückgezogen. Weil die anderen, die wollen uns ja nicht. Ja. Also das schafft eine Segregation, die wir nicht haben wollen, ja, und nicht haben dürfen, sage ich jetzt mal. Wir müssen einfach offen sein für die Menschen und da klappen die Sachen mit Sicherheit immer mehrfach ist besser, als wenn man jetzt Angst vor dem Fremden hat oder die vielleicht auch noch ablehnt. Die Stadtpolitik hat ja da einiges geleistet im Thema Asyl und Integration.
wenn ich jetzt zum Beispiel an die Verhandlungen über die Erstaufnahme denke, jetzt heißt es ja Dependance des Ankerzentrums Manching, ja, wenn ich daran denke, da ging es ja nicht nur um die Belegungszahlen, sondern es ging ja auch durchaus darum, wie man die Belegung zusammenstellt von den Nationalitäten her, dass es verträglich ist. Das ist ja ein kluger Gedanke. Dann, wenn ich daran denke, das Konzept oder die Leitlinien sind es ja mittlerweile, sie sind ja verabschiedet, die Leitlinien zur Förderung der Stadtgemeinschaft, was ja ein großer Meilenstein für die Integration war. Es war ursprünglich ja als Integrationskonzept beantragt von Philipp Heimal, von dir dann nochmal umformuliert Richtung Stadtgemeinschaft, Förderung der Stadtgemeinschaft. Aber da könntest du mir vielleicht noch 2, 3 Sätze dazu erzählen. Wieso war das für dich so wichtig, weg von dem Begriff Integration hin zur Stadtgemeinschaft? Also wir wollen ja alle Menschen mitnehmen und nicht Menschen, die jetzt eine Migrationsgeschichte haben, besonders fokussieren. Denn damit ist das so eine Art defizitärer Ansatz gegeben bei dem Begriff Integration. Ich habe ja einen türkischen, stämmigen Freund, der den Begriff dann geprägt hat, na, kommt denn jetzt wieder der Integrationstyp über mich? Hat mich sehr beeindruckt. Einfach, wo hat ein Mensch einen Integrationsbedarf unbedingt? Er ist in der dritten Generation hier und hat Abitur gemacht, ist Ingenieur. Ich denke, da gibt es viele andere Menschen, die hätten da vielleicht wesentlich mehr Bedarf, ohne dass die eine Migrationsgeschichte haben. Lieber Willi, du bist ja als Integrationsreferent schon lange Teil der Brucker Stadtpolitik und ich finde, solange ich hier bin, konnte ich erleben, dass der Stadtrat ja immer sehr interessiert an den Entwicklungen in der Integration im Asylbereich war, sich auch immer dafür eingesetzt hat, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Verhandlungen um die Erstaufnahme denke, jetzt heißt es ja Dependance des Ankerzentrums Manching. Da ging es ja nicht nur um die Höhe der Belegungszahlen, sondern es ging ja auch um die Zusammensetzung bei der Belegung, was ja auf jeden Fall eine gute Geschichte ist, da nicht eine Homogenität zu haben, sondern einfach da auch verschiedene Nationalitäten aufzunehmen. Diversity heißt das im Englischen. Diversity, nicht nur Nationalitäten, sondern grundsätzlich, ja, Familien mit Kindern, da auch drauf zu schauen, auf die individuellen Bedürfnisse. Und das waren ja alles Dinge, die unser Stadtrat auch sehr diskutiert hat. Ich denke weiter an letztes Jahr, als die Leitlinien zur Förderung der Stadtgemeinschaft beschlossen worden sind. Das war ja auch eine interessante Entwicklung. Da hatte 2015, glaube ich, Philipp Heimal ja das Integrationskonzept beantragt. Du hast noch beantragt, dass es umbenannt wird in die Förderung der Stadtgemeinschaft oder ein Konzept zur Förderung der Stadtgemeinschaft. Vielleicht magst du da 2, 3 Sätze noch dazu sagen, wieso es eigentlich dir so wichtig war, diese Begrifflichkeit zu ändern. Jetzt gehen wir zuerst einmal auf das Konzept. Wir haben Leitlinien zur Förderung der Stadtgemeinschaft. Das ist so ein Rahmen, wo sich die Stadt auch schon mal als Wertegemeinschaft definiert. Und da ist die Offenheit drin genannt. Das geht nicht nur den amtlichen Teil der Stadtbau an, also sprich dem Rathaus, sondern eigentlich der Gesamtbevölkerung. Jeder, der hier im Stadtgebiet lebt, den soll die ganze Sache ansprechen. Und eigentlich ist es im Prinzip auch eine Verpflichtung, dass wir uns daran halten. Es ist so wie, sagt man, wie ein Verhaltenskodex. Und es geht zunächst einmal um die Einstellung natürlich und wir wollen alle Menschen mitnehmen, Teilhabe. Menschen, die vielleicht älter sind, sich nicht mehr so rausbegeben können, Menschen, die neu zugezogen sind, Menschen, die auch eine Migrationsgeschichte haben oder Flüchtlinge sind oder eine Behinderung, wie auch immer, und denen es vielleicht etwas schwerfällt, vielleicht auch nur schüchtern sind, in der Stadt sich so wirklich reinzubegeben, wie sie es vielleicht gerne hätten. Wir wollen niemanden zwangsmissionieren, dass er mitmachen muss, aber jedem zumindest die Türe so öffnen, hey, du bist willkommen, du kannst mitmachen und das und jenes gibt es bei der Stadt. Von Vereinen angefangen bis Kirchen und Religionsgemeinschaften einfach mal darstellen und einfach die Offenheit rüberbringen und die emotionale Annahme. Und dass wir in der Stadt natürlich niemanden diskriminieren,
weil er von irgendwo herkommt. Nein, das machen wir nicht. Und da muss ich unserem Stadtrat parteiübergreifend wirklich tatsächlich ein großes Kompliment ausstellen. Da gibt es niemanden, der da irgendwo dagegen wettert, sondern da ist einfach so, ja, das machen wir gemeinsam. Wir schaffen es gemeinsam. Trotzdem muss man natürlich, wenn man jetzt zu dem Thema Asyl wieder umgeht, das realistisch betrachten. Es ist nicht einfach, wenn es eine große Unterkunft gibt. Da ist eine gewisse Anonymität da. Und gerade jetzt in unserer Erstaufnahme, da ist natürlich ein sehr schneller Durchlauf, ist für Ehrenamtliche schwierig. Erstens mal, man kommt nicht so leicht rein, weil da ist ein großer Zaun drumherum. Und dann sind die Menschen ja, nach ein paar Wochen inzwischen schon wieder weg. Die werden woanders hin verlegt. Vor 1, 2, 3 Jahren, da waren sie mindestens noch ein halbes Jahr, manche sogar noch 18 Monate da. Das hat sich jetzt gravierend geändert. Da muss die Teilhabe anders aussehen. Wir helfen euch momentan. Wir schauen, dass die Unterbringung möglichst gut funktioniert. Wir machen jetzt zum Beispiel wieder eine kleine Weihnachtsaktion, um zumindest symbolisch was rüberzubringen. Aber da können wir jetzt nicht davor hergehen und sagen, oder da anfangen die Menschen jetzt irgendwo in Vereine zu integrieren. Das läuft natürlich nicht, wenn einer in 5, 6 Wochen wieder weg ist. Da braucht es andere Dinge. Aber wir haben natürlich andere hier, die länger hier leben, zum Beispiel die Geflüchteten aus der Ukraine. Da müssen wir schauen, dass der ganze Spracherwerb funktioniert, dass die Menschen vielleicht auch irgendwann eine Wohnung und eine Arbeit finden. Aber prinzipiell, um nochmal auf den Anfang zurückzukehren, es geht um die Haltung. Und da sind wir gegenüber allen Menschen, egal welcher Orientierung, Herkunft oder sonstiges, da sind wir in der Stadt offen. Und diese Philosophie, die soll auch gelebt werden. Und da gibt es eben auch ein Gremium, das wir jetzt einberufen haben, zur Förderung eben der Stadtgemeinschaft. Da sind Vertreter, Vereine, Nachbarschaftshilfen, Kirchen etc. mit drin. Und da überlegt man sich, was kann man tun. Und momentan haben wir halt schon, oder momentan seit letztem Jahr, aufgrund von Corona auch das Konzept entworfen, ja, wir machen diese Teilhabehütte, wo man Menschen anspricht, wie geht es Ihnen, wie sehen Sie Fürstenfeldbruck und vor allen Dingen vorstellt, wo könnte man denn mitmachen, weil viele, die hier in Bruck leben, wissen gar nicht, was alles gibt hier. Das ist einfach einmal ganz wichtig, die Information dazu zu geben. Und so ist das irgendwie eine relativ runde Geschichte und wir haben speziell den Begriff Integration ja nicht gewählt, nicht in dieses Konzept, in diese Leitlinien aufgenommen. Ich zitiere jetzt da wieder meinen türkischen Freund, der in der dritten Generation hier lebt, der dann dazu gesagt hat, kommt jetzt wieder der Integrationstyp über mich. Denn der Begriff Integration hat ja aber Stigmatisierendes an sich. Du brauchst irgendetwas, weil du bist nicht voll dabei, du hast Defizite. Und deswegen nicht mehr den Begriff Integration, sondern etwas, was alle Menschen anspricht, und das ist die Förderung der Stadtgemeinschaft. Da sind alle dabei. Und das sollte jetzt vielleicht auch unser Schlusswort sein. Wir wollen diese Botschaft eigentlich an alle weitergeben. Denn ich denke, das ist jetzt an Weihnachten, da spricht man von der frohen Botschaft. Wir können vielleicht sagen, wir wollen eine lebendige Botschaft weitergeben. Und wenn jemand Fragen hat zur Beteiligung, zum Thema Asyl und Integration, darf er sich auch gerne an dich wenden. Oder an dich. Oder an mich. Lieber Willi, vielen Dank. Ja, gerne. Das war ein sehr interessantes Gespräch und es war auch sehr schön, mit dir noch so ein wenig in die Vergangenheit zu reisen und sich zu erinnern, was wir eigentlich alles schon hier in dieser Stadt geschafft haben. Und ich hoffe, es gibt auch ein bisschen Mut für die kommenden Dinge, die da vor der Tür stehen. Es gibt ja auch noch diese alte Weisheit, der Mensch, wie heißt der, braucht seine Geschichte. Und vor allen Dingen noch wichtiger ist, er darf die Hoffnung nicht verlieren. Da gab es ja aus der griechischen Mythologie irgend sowas, weil etwas Zeus oder irgendeiner von den Göttern hat den Menschen die Hoffnung genommen und dann ist alles dunkel gewesen, duster gewesen. Also Geschichte, der muss man sich bewusst sein, die kann man nicht abschneiden. Deswegen darf man auch Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, nicht deren Wurzel kappen. Das gehört einfach zum Leben dazu, zur Biografie dazu. Aber ganz, ganz wichtig ist natürlich die Hoffnung. Und dass man denkt, es wird irgendwas besser werden in meinem Leben, ich komme voran. Und das wollen wir natürlich jetzt, wenn man die Leitlinien bezüglich der Menschen betrachtet, die neu zukommen, denen wollen wir das eben halt auch geben, dass sie die Hoffnung haben, hier in der Stadt gut leben zu können und gut anzukommen. Und nach dem Motto, es soll passen. Vielen Dank. Danke auch.